Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Non-Cons begehen halt Überfälle. Lieutenant, Sie waren fleißig. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was ist passiert? Die kurze Version. Die Chor ist auf dem Weg. Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator steht, ohne Jin zu provozieren. Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Mom! Hey, Tür zu! Versteck dich und dann verschwinde! Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass er uns helfen kann. Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Dad, du solltest dir das hier ansehen. Scheiße. Leute! Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmiummine auf der anderen Seite. Weil die Chor da nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Wir entführen Menschen und benutzen sie. Und wenn wir nicht zurückkommen, dann... Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Das muss der Ort sein, wo diese Biester herkommen. Und wohin diese Häscher gehen? Mein Vater lebt und er ist da unten. Verdammter Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Locusts sind nicht tot, James. Kate, deine Mutter, sie lebt. Wo ist sie? Sie wird nicht wie die anderen behandelt. Keine Kapsel. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Schon okay. Sie wollte, dass du sie bekommst. Sie gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Thank you.
Kate ist nicht bereit für das. Sie kann ja kaum die Augen aufhalten. Mach dir keine Sorgen. Sie schafft das. Okay. Wir sind fast bei Bad Scoring Up. Willkommen in Azura. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Gestern Nacht. Bestimmt 8 oder 9 Minuten, ja. Albträume? Wird es je besser? Es wird erträglich. Alles klar, legen wir mal los. Kommt schon, wir müssen uns einhaken. Und wer springt zuerst? Definitiv nicht du! Dell, mir geht's gut, okay? Ja, ist schon klar. Oh, Scheiße. Danke, Dell. Sam, wir steigen aus. Verstanden. Wir warten hier oben auf euch. Wir sehen uns. Hey, Dave, kommst du? Alles klar, Zentrale. Wir gehen rein. Zentrale? Echt jetzt? Ich habe einen Namen. Zentrale. Regeln sind Regeln, Baird. Ich meine, Zentrale. Und wir brechen schon jetzt genug von Ihnen. Was Jim nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist meine Entscheidung, okay? Wenn es der Ministerpräsidentin nicht passt, kann sie mich ja anschreien. Vermutlich wird sie das sowieso tun. Sag uns einfach, wohin, Zentrale. Ich werde mein Bestes geben. Aber denk dran, da war seit 20 Jahren niemand mehr drin. Ja, ganz offensichtlich. Ihr sollt kein Haus kaufen, sondern einen alten Prototyp des Hammers der Morgenröte starb. Und laut deinen Informationen ist eins der Silos noch intakt, oder? Ja, soweit sie das beurteilen können. Bring Dave in einen Kontrollraum. Er regelt die Startsequenz. Dave, Licht. Denk daran, auf dieser Insel gibt es eine große Locust-Grabstätte. Wenn sie schlüpfen, wird uns der Schwarm überrennen. Das ist meine Art, zurück nach Azura zu kommen. Hey, hey, komm zurück! Scheiße! Was zum Teufel? Wie durchsucht man einen Ort, der einstürzt? Schnell! Na los, über die Kante. Barrels Plan, von hier einen Satelliten zu starten, es ist bescheuert. Bescheuerte Pläne sind irgendwie Barrels Spezialität. Woher wusste Bert überhaupt, dass es hier einen Satelliten gibt? Von meinem Dad. Vor seinem Tod hat er Baird in ein paar Chorgeheimnisse eingeweiht. Davon gibt's auf dieser Insel eine Menge. Hey, hier drüben. Könnte nützlich sein.
Leichen hätte ich nicht gerechnet. Nur eine Handvoll hat es lebend aus Azura geschafft. Wir müssen da durch. Okay, los geht's. Bleibt stehen, da kommen noch mehr. Dave, sende einen Impuls und dann sehen wir mal, was wir hier haben. Na, da sind sie. Okay, schalten wir sie aus. Geht in Deckung! Anhöhe links! Flankiert sie! Eine Splittergranate wäre gut! Das waren alle. Dad, es ist bestätigt. Die Azura-Grabstätte ist aktiv. Scheiße. Okay, komm nur in der Luft. Sag Bescheid, wenn ihr Verstärkung braucht. Wir haben es vorerst im Griff, Delta Ende. Komm schon, wir müssen eins der Silos finden, wenn der Schwarm sie nicht schon alle zerstört hat. Hey, ich denke, wir können hier runter. Mist, mir leid. Tja, Kate, diese Kopfschmerzen sind... Mir geht's gut, okay? Finden wir das Silo. Fürs Protokoll. Du siehst nicht... Zu viele aktive Schwärme. Hier sind überall Grabstätten geschlüpft. Ein Grund mehr, den Hammer online zu bringen. Hoffentlich sieht Jin das auch so. Das!
erledigt. Okay, alle erledigt. Leute, wir sind in einem Silo. Baird, wir haben eines der Silos gefunden. Aber es ist zerstört. Tja, da sind noch zwei. Eines funktioniert noch. Ich hoffe, du hast recht. Wir haben den Krieg schon einmal auf dieser Insel beendet. Mit dem Hammer-Satelliten schaffen wir das nochmal. Das ist der Plan, Kumpel. Zentrale Ende. Geradeaus geht's nicht. Wie groß ist diese Raketenbasis eigentlich? Finden wir's raus. Ihr geht nach rechts, Marcus und ich nach links. Wir finden diese Silos. Klingt gut. Bleibt aber in Kontakt. Bist du dir sicher? Zwei Silos, zwei Wege. Hast du eine bessere Idee? Luke, spring runter! Sieht aus wie eine Art Abluchtschacht. Aber kommt er von dem Silo? Nur ein Weg, das rauszufinden. Lauf! Das waren alle. Jetzt sollten wir rausfinden, wie wir hier wegkommen. Das ist für mich. Dieses Schleusentor ist wohl der Weg hier raus. Dave, kannst du es öffnen? Mann, wisst ihr was? Wenn die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen, dann lasst sie doch. Eine Insel, hunderte Meilen von der Küste entfernt. Aha. Stellen wir sicher, dass das erst passiert, nachdem wir wechseln. Seht ihr, Dave versteht's. Okay. Abwärts! So viel zum Thema Silo. Die kann ich gut gebrauchen. Hier durch. Oh Mann, wir sind nicht allein. James, wir sind über dir. Ich sehe dich. Wir leisten von hier oben Unterstützung, wenn es brenzlig wird. Sag uns, auf wen wir zielen sollen. Okay, jetzt! Feuer öffnen! Ah!
das Nest! Splittergranate rein! Welche? Ihr zwei geht vor! Verstanden! Vorsicht, Schwarm! Zentrale, der Träger ist erledigt. Danke für die Hilfe.
Dibis, einer sichert das Gebiet, einer kommt mit. Los jetzt! Verstanden. Ist zu. Wir müssen sie irgendwie aufkriegen. Hey, Impuls! Dave, die Schalter. Hey, Delta. Was zur Hölle hat Dave gemacht? Ich empfange lauter seltsame Daten. Streng geheimes Zeug. Soweit ich weiß, öffnet er eine Tür. Er macht noch viel mehr als das. Naja, zumindest ist die Tür offen. Danke, Dave. Also, die Daten, die Dave runtergeladen hat. Da ist ein Riesenloch in der höchsten Sicherheitsstufe. Was hat das mit der Mission zu tun? Nichts. Aber jetzt muss ich es wissen. Was auch immer fehlt, wurde aus dem Netzwerk genommen. Wer ist denn dazu autorisiert? Damals nur der Kommandant der Einrichtung. Sucht sein Büro und seht euch um. Okay. Roger. Umgebung gescannt. Also minderwertige Core-Technologie gefunden. Ach, komm schon. Das ist fies. Scheiße, Scion! DB, Feind ausschalten!
bestätigt, gute Nacht. Diese Einzerstörung steht bevor. Verdammt, JD, wir haben unsere Verstärkung verloren! Scheiße! Bleib los und... Jetzt suchen wir das Büro. Wie sieht das Büro eines Kommandanten so einer Anlage aus? Keine Ahnung. Eine große Tür, Namensschild, vielleicht steht Kommandant drauf. Das klingt logisch. Dell, das Büro des Kommandanten ist hier drüben. Die Tür ist versperrt. Hey, Impuls! Vielleicht lässt sich die Tür von innen öffnen. Lassen wir Dave reingehen. Sucht nach einem Lüftungsschacht oder so. Er muss groß genug für Dave sein. Dave, durch die Lüftung. Sucht eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Also, Bert will verschollene Daten. Wie sehen die denn aus? Nun, wenn sie aus dem Netzwerk genommen wurden, sind sie jetzt wohl auf einem externen Laufwerk. Sehr gut, Dave. Das Büro des Kommandanten. Sehen wir uns um. Ein Safe. Passender Ort für geheime Daten. Dave, öffne ihn. Hey, Zentrale, gute Neuigkeiten. Wir haben die Festplatte. Danke, Delta. Hey, wisst ihr, was toll wäre? Etwas Unterstützung. Was? Wo bist du? Das Silo. Wir haben es gefunden. Und sie überrennen uns. Na, Scheiße, wir sind auf dem Weg. Hier geht's nicht lang. Nein, Sackgasse. Ah.
das war kein Witz. Da lassen wir euch mal 5 Minuten allein. Ja, echt zum Totlachen. Hilft uns einfach, sie loszuwerden. Alles klar, der Kontrollraum ist sicher. Schön, dass ihr auch mal vorbeikommt. Ach, kein Problem. Ist die Rakete intakt? Das ist er, das glaubst du denn nicht? Gut. Findet einfach einen Port, in den sich Dave einklinken kann. Wenn er passt, leitet er den Start ein. Wir haben einfach nur Glück, dass der Schwarm sie nicht zerstört hat. Marcus, du kennst Jin doch ziemlich gut. Wie wütend wird sie sein, wenn wir das Ding starten? Ich glaube, irgendwo zwischen Geschwür und Aneurysma. Damit kann ich leben. Die Zeit drängt. Beginnt die Startsequenz. Es gehört ganz dir. Zentrale, ihr seid drin. Beginnt mit der Startsequenz. Erste Stufe unter Druck. Start eingeleitet. Taylor. Delta, Taylor. Wir haben ein Problem. Die Luke des Silos. Sie klemmt. Ach, natürlich. Schien mir auch alles zu einfach. Baird, Optionen. Dosta, die Schutztüren halten keiner explodierenden Rakete stand. Alles klar, dann raus. Los! Keine Hydraulikenergie aktiv. Nein! Wir öffnen diese Luke! Was? Kleiner, hör auf deinen alten Herrn, ihr müsst da raus! Wir sind hier, um das durchzuziehen. Also ziehen wir es durch. Zum Test eingeleitet. Dave, komm mit! Zündung Triebwerk 1. Verdammt! Jane! Mann, ich muss endlich aufhören, dir nachzulaufen. Viel Glück damit. Öffnen wir diese Luke. Und was jetzt? Keine Ahnung. Es muss oben einen Überbrückungsschalter geben. Kämpfen wir uns nach oben. Ah.
Wir müssen über diesen Abgrund! Dave, lass die Plattform runter! Das klingt nicht gut. Nein, ist es nicht! Wie viele Triebwerke hat deine Rakete? Normalerweise 4. Oh. Oh, komm schon! Verdammt, sie ist blockiert! Außenrum, los jetzt! Unfassbar. Sam, du kannst uns abholen. Und ist, wie ich vorher gesagt habe, nicht gerade glücklich.
jetzt fertig damit, mich anzubrüllen und will nun euch anbrüllen. Euch alle. Verstanden, Zentrale. Kommt schon, bringen wir es hinter uns. James, soll ich zuerst mit Jin sprechen? Vor der Besprechung die Wogen glätten? Hey, wird Sergeant Phoenix jetzt etwa diplomatisch? Du kannst es nennen, wie du willst, aber es herrscht Krieg, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt. Wir brauchen eine gemeinsame Front. Ja, wenn du meinst, dass es hilft, klar. Ich wünschte, du wärst im Silo auch so vernünftig gewesen. Hey, es hat geklappt, oder? Hör mal, James, kleiner Ratschlag. Du musst dich niemandem beweisen. Mach deinen Job. Dad, ich bin ein notwendiges Risiko. Notwendig heißt, dass es keine andere Wahl gibt. Die gab es aber schon. Und das weißt du. Was war das denn? Was denkst du? Dieselbe alte Leier. Hey! Er sorgt sich halt einfach um dich. Ja, damit kennst du dich wohl entschieden besser aus als ich. Okay, ja, wir gehen schon mal rein. Los, Dave. Das war gerade echt mies. Ja. Tut mir leid. Die Sache ist die. Ihr zwei seid euch ähnlicher, als ihr je zugeben würdet. Du hast die Daten vor dir, Damon. Was? Das war's? Ich dachte, der neue Satellit würde sich automatisch mit den alten verbinden. Er findet sie nicht. Ohne regelmäßige Planung durch die Zentrale nimmt die Genauigkeit stetig ab. Vielen Dank, Iris. Deine Intonation stimmt nicht mit der wörtlichen Bedeutung überein. Du dankst mir also nicht wirklich. Sei bitte ruhig. Tja, ich kann die anderen Satelliten für den Hammer immer noch nicht finden. Aber immerhin habe ich aus Versehen eine KI erschaffen, die Sarkasmus versteht. Hier, die Festplatte, die du haben wolltest. Vielleicht hilft sie dir. Um Satelliten zu finden? Wohl kaum. Aber ich sehe mal nach. Sekunde mal. War das dann alles umsonst? Oh, er wird schon feuern. Aber mit nur einem funktionierenden Satelliten ist der Strahl schwer zu kontrollieren. Was ist mit Dave los? Dave hat ein paar Probleme. Welche Art Probleme? Die Art. Das werde ich bestimmt noch bereuen. Okay. Leute, sagt Hallo zum neuen Jack. Wann hast du die Zeit gehabt, das zu bauen? Wann ich Zeit hatte, das zu bauen? Das ist eben mein Ding. Ich sitze hier und baue Sachen, die ihr nicht wertschätzt und unweigerlich zerstört. Okay, was gibt's Neues an ihm? Völlig neue Verhaltensweisen. Verbesserter Scanner, erweiterte Kampf- und Unterstützungsmodule. Er ist wirklich einzigartig. Mhm. Und? Und er gehört euch. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss noch eine Milliarde uralte Satelliten finden. Damon, es fehlen nur 15 Satelliten. Danke, Iris. Noch mehr Sarkasmus für deine wachsende Bibliothek. Bevor wir loslegen, Damon, das Kampfmodul, das du so genial entworfen hast, ist jetzt bereit. Und genial war dabei sarkastisch gemeint. Kam das an? Ach, mir nach. Ihr solltet das neue Modul gleich ausrüsten. Es macht Jack gefechtsfähig. Oh, das wird ein Spaß. Es stattet Jack mit etwas aus, das ich Blitz nenne. Er blendet und betäubt den Feind.